Gut, also wenn dieses Haus noch halbwegs intakt ist, das sieht in Ordnung aus, oder? Bis auf die Hintertür. Bis auf die Hintertür, genau. Da steht aber auch ein Schrank vor. Ihr könnt dann definitiv dann durch die, ja, durch das große Eingangsportal könnt ihr dann eintreten. Aber mir kann hier so eine kleine Führung machen, als ob es dann sein kleiner Palast wäre. Am interessantesten dann neben diesem Jagdsalon wäre dann auch da ein großes Portal, was grau wabert und schimmert. Ja, so kleine Limbusfäden, die sich dann daraus in Wellen ergießen. Kann dann Abel mir natürlich auch alles erzählen, wohin das führt. Und ansonsten kann er euch oder dir dann auch noch das obere Geschoss zeigen mit dem herrschaftlichen Zimmer und weiteren Gästezimmern, was also sehr zur Gemütlichkeit einlädt. Ihr solltet diesem Portal nicht allzu nahe kommen. Seid vorsichtig damit. Sag, könnt ihr das nicht entzaubern, jetzt wo wir Zeit und Ruhe haben? Oder können wir es zerschlagen, ohne dass es kaputt Wir geht? müssen es jetzt natürlich erst studieren, bevor wir etwas zerstören. Ja, ich stimme aber mir dazu. Bei Zeiten werden wir es nun zerlegen. Ja, dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch drei, viermal durchspringen. Dann wird es sicherlich von alleine aufhören zu flimmern. Was ist euer Problem, Asaro? Er Das erscheint lächelt mir dich. doch ein wenig gefährlich. Er lächelt dich an. Habe ich euch gekränkt? Das wollte ich nicht. Er lügt. Er wollte dich kränken. Asaro, was ist euer Problem? Ich Ich habe kein bemühe Problem mich mit dir. wirklich und herzhaft mit euch zurechtzukommen. Ich glaube, du bist etwas müde, oder? Solltest dich vielleicht etwas hinlegen, dann kannst du nach ein paar Stunden Schlaf darüber lachen. Man kann magische Phänomene und Portale, Artefakte nicht einfach so vernichten. Man kann schon. Es ist auch nicht praktikabel. Da mag er recht haben. Ja, wie sollen wir denn jetzt an den Schlund kommen und das Portal da hineinwerfen? Das wäre doch äußerst umständlich. Was wollen wir denn im Schlund? Ja, das Portal in den Schlund werfen, weil der Schlund macht es kaputt. Ja, das wird nicht notwendig sein. Wieso überlasst ihr nicht mir die Arbeit? Dafür wurde ich schließlich ausgebildet. Ich bin mir sicher, Isarun kriegt das hin. Ja, und zur Not haben wir auch noch Abimir. In der Tat, in der Tat. Wir Und sollten es gründlich examinieren, bevor wir etwas Dummes tun. Suramin nickt und meint dann an Abelmir gerichtet, wenn ihr mich einen Moment entschuldigen würdet, Mudaris. Und würde sich dann zurückziehen. Wie hat sie mich genannt? Mudaris? Kannst du Thulamidia? Ja, ich kann Chlamydia, aber ich kann mit dem Wort gerade nichts anfangen. Sie hat dich Magister genannt. Ja, das würde ich so verständnisvoll blicken und ja, mit den Schultern zucken. Ich glaube, sie hält dich für eine Magier. Er ist ein Magier. In der Tat. Hast du jetzt die Magerprüfung abgelegt, Adelino? Ich dachte. Es ist davon unabhängig. Man ist trotzdem Magier. Es ist nur eine Rangbezeichnung. Also bist du noch keine Maga. Ein Magus ist das richtige Wort dafür. Magus. Aber Maga ist die Isarun weibliche ist Form. auch eine Maga. Es ist die weibliche Form. Ihr versteht? Ah, das ist mir egal. Das ist mir klar, aber nun, der Form halber. Also, Isarun, kümmerst du dich um das Blutportal im Keller? Sicher, so wie Wunderbar. um die ganzen anderen Dinge, die wir hier finden. Eventuell muss ich doch noch eine Reise durch das Portal wagen, um den Turm noch einmal gründlicher zu untersuchen. Wenn du magst, Ich werde dich gerne begleiten. Ich bin mir sicher, ihr wisst, was ihr tut. Immer. Gewiss doch. Aber sagt, nachdem wir gerastet haben, was dann? Was tun wir jetzt mit der Kugel? Ich meine, gehen wir zu dem Drachen und werfen sie auf ihn? Das erscheint mir falsch. Irgendwas mit der Axt, denke ich. Selbstverständlich, Oder ja. gibt es ein Wort der Macht, das man sprechen muss und man hält die Kugel hoch und was passiert dann? Aber vielleicht gibt es sympatrische Synergieeffekte zwischen der Kugel und der Axt. Und die Axt soll ja den Karfunkel des Drachen treffen. Und wenn wir
Hilfe des wahren Namens die Axt auf den Karfunkel Eichen. So vielleicht. Nun, dann ist da noch die Sache, dass es sich bei dieser angeblichen Wurfaxt wohl um eine solche handelt, sie allerdings in Trollgröße ist. Ich finde sie eigentlich ganz handlich. Wenn ich dich so anblicke, kann ich das verstehen. Vielleicht solltest du Verzeiht. Vielleicht solltest du lernen, mit Äxten zu werfen. Oh ja. Er muss sie doch gar nicht werfen. Mittlerweile ist er auch groß genug, nachdem, was auch immer mit ihm passiert ist. Er sie auch so führen kann. Aber ja, fahrt fort. Naja, du kannst sie auch so führen. Sie ist zwar noch in dem Labor von Mangraith, aber wenn wir sie von dort aus holen, vielleicht gibt es ja auch eine Interaktion, eine Wechselwirkung zwischen Kugel und Axt, wenn man sie in der Nähe führt. Und dann musst du sie nicht werfen, dann nimmst du sie einfach in die Hand und legst ihm daran so irgendwas ins Gehirn. Genau, das war die Idee. Dann müsst ihr dich nur hoch genug bekommen, dass du auch an den Stein rankommst. Nun, ich denke, wir benötigen noch etwas Unterstützung. Ich denke nicht, dass wir dem schwarzen Drachen alleine gegenüberstehen wollen. Das auch nicht, nein. Romeles hat uns ja bereits Unterstützung zugesagt. Ja, und ich habe ja den Brief an die Zwerge und an die Nobadis geschrieben. Erwartet ihr wirklich Hilfe? Von den Zwergen mit Sicherheit. Diese Nobadis kenne ich nicht, aber ich glaube, die haben auch was gegen Echsen. Ich denke nicht, dass wir von den Nobadis Hilfe erwarten können. Die politischen Streitigkeiten sind doch zu groß. Ach, ich habe sie ja nicht als politischer Bürdenträger oder so etwas angeschrieben, sondern als Boltax. Also warum soll ich... Hat Kiaras nicht einen Brief nach Alantha geschrieben? Vielleicht schicken die jemanden. In der dritten Dämonenschlacht kamen sie ja auch. Ich bin doch schon hier. Vielleicht hat Sulamin einige Kontakte in Fasar zu den Novadis? Wir sollten sie bei Gelegenheit fragen. Es gibt in Fasar die Blutgruben. Da sind recht viele Chor-Anhänger. Vielleicht kennt sie einige. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir so planen, dass wir nicht mit Unterstützung von Auswärtigen rechnen können. Wir müssen die Kräfte nutzen, die wir besitzen. Wenn ich nächstes Mal die Möglichkeit habe, würde ich mich gerne auf einen Geodenzirkel treffen begeben. Eventuell kann ich da auch noch ein, zwei Kante für unsere Sache gewinnen. Wie läuft so ein Treffen denn ab? Ja, es ist... Ist das wie bei den Druidentreffen, wo man irgendwie, nackig um ein Feuer herumtanzt? Wir tanzen nicht wirklich. Aber nackig sind wir in der Regel auch. Ja, einfach verbunden mit Sumos ganzer Pracht. Ist das rituell notwendig, sich auszuziehen? Aber natürlich. Stört euch nicht etwas? Nein. Oder ist es euch unangenehm, wenn ich mir vorstelle, viele nackte Zwerge, die um einen Stein tanzen? Nun ja, ich hätte Schwierigkeit, mich zu konzentrieren. Wir tanzen ja nicht. Also, Abelmir, das ist doch ein Ritual, mit dem dir Kontakt zum Großmütterchen Sumo hergestellt werden soll. Das soll doch nicht ästhetisch wirken auf die Teilnehmer. Tulamin kommt wieder rein. Habe ich was von vielen nackten Zwergen gehört? In der Tat. Ja. Aber mir hat seltsame Vorurteile. Ich finde auch. Die Raya geweihten sich treu. Tulamin hat sich dabei umgezogen. Er hat das Blut abgewaschen und ihre Haare gekämmt. Und ja, sie hat jetzt so typische weinrote Pluderhosen an und ein enges Brokatoberteil. Die Tätowierung auf ihrem Bauch sieht man immer noch ziemlich gut. Und sie trägt ziemlich viel Schmuck und lässt sich jetzt wieder bei eurer Runde nieder. Darf ich sagen, worum ging es gerade? Darf ich sagen, dass euch dieses Gewand ausdrücklich steht? Es kleidet euch hervorragend. Es ging ursprünglich. Danke, Mudaris. Ihr schmeichelt mir. Ich bin nur bis jetzt Mager. Nicht mal in Adeptus Major. Noch kein Magus, wenn ihr versteht. Oh, das war auch mein Fehler. Aber Isarun ist schon Mager. Also. Das stimmt. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Bei deinen Vorurteilen gegenüber nackten Zwergen.
glaube ich. Nun ja, es ist doch außerordentlich irritierend, sich nackte Zwerge vorzustellen, die um einen Stein tanzen. Warum alles in der Welt ist das irritierend? Ja, nun, das ist gewiss kein alltäglicher Anblick, aber ich sehe nichts Falsches daran. Siehst du, außerdem tanzen wir nicht. Das habe ich dir jetzt schon zweimal gesagt. Was tut ihr dann? Ihr sitzt um den Stein herum? Genau, wir sitzen um einen Stein oder innerhalb eines Steinkreises. Im Übrigen, ihr erinnert euch vielleicht noch, als wir in diesem Steinkreis saßen, wo wir wieder die Farben sehen konnten, als sonst alles um uns herum grau war. Naja. Richtig, Iserun hat so viel Ilmenblatt geraucht. Genau, das machen wir auch. Also wir sitzen dort und rauchen Ilmenblatt und tauschen uns über wichtige Aspekte der Konvergenzen hinsichtlich der elementaren Reinheit aus und sprechen über Probleme, die die Welt hat. Und naja, es ist eben ein Treffen, bei dem man über wesentliche Sachen spricht. Wir befragen dann natürlich auch noch die Elementargeister und ja. Man klingt ein bisschen wie ein Treffen im Raya-Tempel. Alle sitzen zusammen, rauchen ein bisschen im Blatt und reden über die Welt. Ja, so kommt man seiner Gottheit näher. Es scheint nicht nur für Rayanis zu gelten. Das ist richtig. Schaut doch einmal. Dort. Hm? Was das denn? Ist ein Portal. Erstmal. Was? Diese schwarzen Runen. Warum zeigen sie das Siegel der schwarzen Gilde? Nehme an, dieser Herakulos wird einmal ein Schwarzmagier gewesen sein. Wir sollten uns das genauer angucken. Ich nehme natürlich auch an, Nabelmir, dass eure Organisation ihn hinreichend früh hinausgeworfen hat. In der Tat, deswegen staune ich ja. Ich gehe mal näher ran zum Portal. Höre ich irgendwas? Nein. Die Zeichen sind auch wieder verschwunden. Also, wenn Nabelmir darauf gedeutet hat, konntet ihr das nicht mehr erkennen. Ich kann sie sowieso nicht erkennen. Was geschieht hier? Sollte ich meine Waffe ziehen? Der übliche Schwarzmagier-Kram wahrscheinlich. Vielleicht nicht für ungut, aber vielleicht sollten wir in den Turm gehen, der anderen Seite. Ich dachte, wir hatten das bereits für nicht gut empfunden, alle durch dieses blutbefeuerte Portal zu schreiten. Ich dachte nur an uns drei, die Magiebegabten unter uns. Nun, wenn ihr unbedingt wollt, dann... Iserun, ihr könnt das schon mal sicher einschätzen, ja? Sicher, ich war schon auf der anderen Seite, gemeinsam mit Albelmir. Es ist natürlich keine angenehme Art zu reisen, aber innerhalb ihrer Parameter doch halbwegs sicher. Dann schlagt ihr auch wieder zurück? Das wollen wir doch hoffen. Mhm. Ich wollte dir doch hoffen. Und was ist, wenn das Portal ausgeht? Sollen wir dann Blut nachkippen? Wir werden wohl kaum noch weitere Blutmagie befeuern. Aber wie ich das verstanden habe, ist man ja dann in einem Turm, nicht wahr? Aber der geht doch alleine rüber. Nun gut. Also was? Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde ihn auch nicht alleine rübergehen lassen am Ende. Aber wenn ihr zu zweit geht, reicht vielleicht die Energie nicht mehr. Ja, aber so ein Turm kann ja auch durch nach unten verlassen werden. Dann kippt ihr etwas von diesem blöden Wahlblut nach. Das liegt hier ja eh nur rum. Wir werden nicht. Iserun, wir werden keine Blutmagie benutzen. In dem Irgendwo Fall gehen wir natürlich nicht hindurch. Nun, ich werde auf jeden Fall nachschauen. Und Abelmir, könnt ihr mir sagen, ihr könnt euch doch, hier, wie nennt ihr das, wenn ihr verschwindet und woanders auftaucht? Transversalieren? Ihr könnt das doch, oder? In der Tat. Das heißt, im Falle eines Falles kommt ihr auch so von diesem Turm runter. Springt einfach aus dem Turm raus, dann landet ihr am Wasserfall. Heißt ja nur Katarakt des Todes. Ach, was ist euer Problem? Vielleicht sollten wir uns alle beruhigen. Ich werde einmal nachschauen. Abelmir, soll ich wirklich nicht mitkommen? Es ist meine eure Gefahr. Zur Not springe ich, wie Asaro gesagt hat, in den Wasserfall und benutze davor meine Möglichkeit, unter Wasser zu laufen. Mir würde also nichts passieren. Sagen wir so, ich werde alleine hinübergehen, wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin. Schaut nach mir. Gut. Gut, darum, in einer Stunde werde ich das Portal deaktivieren. Ich sollte nach mir schauen, nicht deaktivieren, sagte ich. Also, ich schreite dann. Bis da. Ich schreite dann durch das Portal hindurch. Sind der immer raus? Fragezeichen? Nein.
Aber es wird schwächer, also nicht mehr so ein ganz grauer Teppich, sondern er wird dünner und rissiger. Seht ihr das? Ich glaube, es war gut, dass nur einer durch ist. Wir werden sehen. Wenn Abelmir auf der anderen Seite wieder das Rauschen des Wasserfalles hört und du dich dann so ein bisschen umsiehst, von Morgwin keine Spur. Die Schülerin des Nekromanten Rakulos könnte dir jetzt sicherlich mit ihrem Messer oder mit ihren Zaubern eine Gefahr sein, aber wenn du dich nach unten in den Turm von Rakulos bequemst, den du ja schon untersucht hattest und auch die einzelnen Bücher mal mitgenommen hattest, kannst du dort erkennen, wie eine Gestalt am Tisch sitzt, ganz in Schwarz gehüllt, mit feuerroten, leuchtenden Augen. Everon Elgarstüren. Oh, euch hätte ich hier nicht erwartet. Nicht? Man sollte doch meinen, dass ich dort bin, wo Schwarzmagier sterben. In der Tat. Nun, ich vermute, ihr wisst, was passiert ist. Er nickt. Nun, ich denke, wir sollten vielleicht noch umgehen in den Turm. Wir sind doch schon hier. Nun ja, ihr habt recht. Sagt, Meister, was kann ich für euch tun? Ich wollte dir einfach nur den Dank des Bundes der Schatten ausrichten. Du hast gute Arbeit geleistet. Vielen Dank. Eine Menge Abtrünnige, die hier in den letzten Tagen gestorben sind, entweder durch dich oder durch deinen Mitbegleiter. Nun ja, ich war in der Tat dabei und habe etwa gewisse Dinge in Gang gebracht und nun ja, Hilfe, könnte man sagen. So, nun, was treibt euch dann hierher, wenn keine Schwarzmagier mehr zu töten sind? Zu töten sind noch allerhand, aber das werde ich nun alleine machen. Mein Weg zieht mich nach Eslamsbrück. An dieser Stelle seid ihr nur der Dank gewiss. Wenn du noch etwas brauchst, melde dich. In der Tat. Ich benötige Unterweisung. Sollst du bekommen. Gibt es einen vertrauenswürdigen Kontaktmann in Gareth, den ich aufsuchen kann, um Kontakt aufzunehmen? Du kennst doch bereits die Möglichkeiten, wo sich andere Schwarzgildler zurückziehen können. In der Tat. Nun gut. Habt ihr noch weitere Aufträge für mich? Nein. Du hast Rakulos, unter anderem auch an Lulith Mangrace, auf dem Gewissen. Ich werde mich nun um Kerasu kümmern. Ein mächtiger Gegner. Und alt. Nun, ich hörte davon. Ich denke, wir werden uns nun ja in nicht ferner Zukunft auch um einen gewissen ehemaligen Hofmagus von Yol'Gomak kümmern. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Andergast, nickt er dir zu. In der Tat, in der Tat. Nun, ich werde mich jetzt zurückziehen und sagen, hier ist alles in Ordnung. Rechne vielleicht damit, dass nun ja ein gewisser Pfeil des Lichts diesen Turm bald betreten wird. Glaubst du denn, er kann mich aufspüren? Sie Nein, kann mich aufspüren. Natürlich nicht, aber ich wollte euch trotzdem informieren. Ihr solltet sie nicht unterschätzen. Ich halte mich an den Kodex. In der Tat. Und mein Ziel ist kein Feuer des Lichts, sondern... Nun ja, sie hat vielleicht nicht die gleichen Ansichten wie ihr und betrachtet euch eventuell nun ja als mögliches Ziel. Aber mit ihr werdet ihr sicherlich fertig werden. Ich wollte euch nur informieren darüber. Er nickt. Tritt dann langsam, nachdem er sich erhoben hat, an das Fenster heran und du kannst erkennen, wie er sich selbst umformt und zu einem großen Nuncio Volo wird. Durch das Fenster fliegt und verschwindet. Interessant. Das sollte ich auch einmal probieren. Ich schaue mich da mal um, ob ich irgendwas Interessantes erkennen kann, was zurückgelassen wurde. Aber ich denke nicht. Nein.
und würde dann wieder durch das Portal treten. Ah, da seid ihr ja wieder. Und? Es ist alles in Ordnung. Es gab wahrscheinlich eine astrale Fluktuation im Limbus. Nichts weiter von Bedeutung. Dafür habt ihr aber ganz schön lange gebraucht. Ja, nun ja, ich bin gründlich. Man weiß nie, was man in solchen Türmen erwarten kann. Richtig. Na gut. Habt ihr noch etwas Interessantes gefunden? Nein, ich denke, wir hatten diesen Turm schon gründlich examiniert, aber ich wollte sicher sein. Na dann. Gut, ruhen wir uns aus, legen wir uns in die Betten. Warten darauf, dass wir uns etwas erholen nach den stundenlangen Kämpfen. Gut, gut. Soll ich euch Bescheid sagen, wenn die Essenslieferungen eintreffen, oder möchtet ihr lieber ruhen? Was haben wir mit der Essenslieferung zu schaffen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir habe ich ja Hunger. Ja. Ja, ich denke, das Essen könnten wir vertragen, aber nur gut. Stellt euch das mal vor, so ein schöner abgehangener Schinken und ein Bier dazu. Ah. Nun, ich habe dem Schwert der Schwerter versprochen, ich kriege ein wenig aufzumuntern und würde deswegen gerne ein Gebet sprechen. Wird euch bestimmt keiner aufhalten. Ja, ich denke, wir haben auch noch ein wenig Zeit. So könnt ihr euch in die Betten legen, wenn ihr dann wollt, regenerieren und die Schrecken aus Wahrung der letzten Tage abstreifen. Sulamin möchte sich nach 2 Stunden auf dem Marktplatz begeben. Selber gar nicht ausruhen. Bis dahin ein bisschen ausruhen. Okay. Aber ich hatte ja zugesichert, das zu sagen. Das heißt, ich würde dann da auch rausgehen und wenn sich da Leute versammeln. Ich würde auch mal schauen, ob der Markgraf kommt. Ja, gemeinsam mit seinem Sohn Sumrudan wird dann wohl auch Trondvik mittlerweile unten sein. Vielen Bürgern der Stadt die Hände schütteln, als ob er sie noch von früher kennt. Aber sie selbst scheinen ihn wohl vergessen zu haben und auch kein großes Interesse zu haben. Die Stimmung der Stadt ist generell so, dass, das hattest du ja schon prophezeit, beziehungsweise ihr schon prophezeit, Wahrung kann mit dem glorreichen Sieg des Schwertzugs nicht viel anfangen. Sie hatten zwar merkwürdige Herrscher, konnten sich aber über den Laufe der Zeit damit arrangieren und sind dementsprechend erst einmal skeptisch. Viele beten immer noch zu der dunklen Mutter, zu dem schwarzen Drachen, dass er sie verschont vor Albträumen. Dementsprechend, ja, Essen gab es für sie immer. Nur noch die Beilunker, die jetzt mit angereist sind, die dann gefochten haben, damit sie den Zug der Tränen verhindern. Die werden sich dann selbstverständlich die anschließen und sehr dankbar sein, wenn man da dann ein großes Mahl bereitet und ein Fest feiert. Ja, also ich denke, da geht es vor allem um die psychologische Wirkung. Und ja, also ich würde ein Gebet sprechen und ich würde gerne schauen, ob ich ein Fest der Freude wirken kann. Aber vielleicht machen wir erstmal so das Gebet